Guten Abend euch, meine herzige teure Radiofreunde. Das redet zu euch Rabbi Hecht und ich komme dem heutigen Abend zu präsentieren, die Serie Die Welt erzählt. Und lass mir tacke teure Freunde zukommen zu dem Ingen von der Welt erzählt und dann werden wir sich auch durchreden wegen die wunderbare Arbeit von Merkas Hatzolle in Eretz Israel, in Ratewen jüdische Kinder von Schmad und dem größten Schuss von die, welche nehmen Anteil in die außergewöhnliche, wunderbare Arbeit. Es ist gewähnt von die verzeihtige Tzadikim, ist gewähnt der Mogelnitzer. Und wenn es vielleicht kommen in der Hagode zu dem Ausdruck, war Nitzak el Hashem Elokei Aviseinu, und wir haben euch geschrieben zu dem Ebersten, der Gott von unseren Eltern, war Yishma Hashem Eskeleinu, und der Ebeste hat zugehört zu unser Kohl, vielleicht er erzählen eine Meise. Und die Meise ist folgende. Bei dem heiligen Abderov, der Baal Ohev Yisroel, hat passiert eine Meise, was es hat herausgewiesen, wie groß es ist, Emunas Tzadikim. Es ist gewesen ein Jid, was er hat gewohnt in einem Dorf und dort noch er gehalten an der Rende von Aporetz. Und der Steiger von die Peritze mir gewesen, als mir vielleicht einteilen, den Batzoln, die Rates, in vier Teilen von dem Jahr. Das meint, dass alle drei Chadoshim hat man gedacht, abzoln ein Chelik. Tomer hat dann nicht abgezollt in der Zeit, ist vielleicht man nehmen dem Jiden und ihm geben friert Malkes. Man vielleicht den Poschet schlugen. Amol vielleicht er wegfallen in Chaloshes. Amol hat er es gar nicht gekannt, übertragen im Ganzen. Und noch dem, wenn man vielleicht ihm schon gut abschmeißen, vielleicht man ihm halten in die Füße, bis wann nicht oder seine Familie vielleicht bringen die Geld, oder einmal fremde Jiden, was haben Rachmonis gehabt, mit Zadpidin Schwuim, vielleicht bringen die Geld und ihm auslesen. Und ob, als nicht die Familie hat gehabt und fremde Jiden haben von dem nicht gewusst, ich gewinne recht, dass er so können verbringen Jürgen und Jürgen in die Füße, mehr nicht auf ein Poschetstickel Brot mit ein bisschen Wasser, was man vielleicht ihm zuwerfen jeden Tag. Bei dem Jiden ist es gekommen, als die zweite Rate, was er hat gedacht geben, hat gedacht sein in die pesserdicke Zeit. Der Jid hat gesehen, also hat Poschet nicht keinen Brute mit was zu bezahlen. Hat er so gesorgt und die Frau haben so gesorgt und es ist gewesen, sie sehr bitter auf dem Herzen. Wäre ich 10 Tage verpessert, die Freude gewann in Stadt nun zu dem Dorf, ist sie gekommen und sie hat gesagt, dass sie hat gehört in der Stadt, als ein Mäschebisch, wo das ist nicht weit von See, im Ganzen ist es von See als 6 Wiost, ist dort ein gefinzlicher Rebbe, wo der Rebbe kann helfen von allen Zores. In der Rebbe ist doch kein anderer Reize, nur der Mann soll gehen kein Mäschebisch, vorhin und aufwogen hat er doch kein Geld nicht gehabt. Mit Meile soll er gehen zu Fuß kein Mäschebisch. Ihr Reize ist dem Jiden gefällt. Und er hat Teike von Mejadzer genommen gegen Kemeschebisch. Jene Zeit ist er gewinnt eine Regendicke und er ist gegangen zu Fuß. Und als er ist angekommen in Kemeschebisch, ist er gewinnt bedeckt mit Blotte und mit Lehm. Und im Stub von dem heiligen Abderhof ist er schon dann gewinnt als zugegreift auf Pesach. Die Flore sind gewinnt ausgewaschen, die Hose sind gewinnt ausgereinigt. Also wie bei Minik von unseren Jiden, als man gerät sich zu, früher fahr die Zeit vor dem Jonte von Pesach. Motschen gehad, abgekallerte Wend, und Motschen gehad, sei ausgeweist, und die ganze Hose gewinn rein. Als es umgekommen der Dorfsmann, und er ist umgekommen mit seinem Blotte, und der Mischamisch von dem Reben hat ihm gesehen, er geht da guck, seht er, ein proster Mensch, ein Mensch, was er ist im Ganzen verschmiert, und da wird er noch hereinkriechen mit seiner Schirr. In Stub hat er doch noch einrichten, die ganze Arbeit, was man getan bis heint, hat er ihn bestimmt öffnen nicht hereingelassen, hereinzugehen zum Reben. Er hat ihm auch viele nicht darüber gelassen, die Schwell von dem äußerlichen Zimmer. Nur er hat ihm Teke von mir ja da weggetrieben. Der Dorfsmann hat einfach nicht gewusst, was sie tun. Das ist gewesen, Donnerstag vor Nacht. Hat er sich mit Jaschem gewesen, als er hat bleiben auf Schabbes, Miede ist er doch gewesen. Hereingehen in eine Achsanie hat er doch nicht gehabt, weil kein Geld hat er doch nicht vermogt. Ist bei ihm geblieben, als er hat hereingehen in Besamedrisch. Und er hat stehen unter dem Öfen.
als ob die Jorme Leitflecken tun in jenem Mann. Und mir ist schon gestanden unter den Öfen. Und dort hat er euch übergenächtigt, nur dem wir hatten ja genommen ein Stück aller Brot, was er hat mit dir gehabt, mitgenommen auf Essen. Der Schabbes verpeisache der Schabbes Agodl. Und der Steger von der Rabbonim ist, als mir sagt der Drosche von den Dienen von Jontef. Und mir sagt der Pilkel. Jenem Schabbes nach Mittag, der Herr, der Jid, wie er liegt dort unter dem Öfen, als der Ruf geht. Er geht sogen nach Drosche. Er hat sich gefreut. Derweil hat er noch alle Poches haben die Gelegenheit, sie können auch gucken auf dem heiligen Reben. Da steht er von dem Abt der Rove gewesen, als er vielleicht sagen Pilpel und Remes und Ruhisch und so. Wie die Rabbonim geöhnen vielleicht tun in jenem Mann. Der Dorfmann hat nebach kein Wort euch nicht verstanden. Dann nachdem wir hat geendigt, dem heiligen Pilpel von der Drosche, hat er angefangen, mit eurer sein die Wörter, und er hat mit eurer sein die dem Ölen, zu die Wörter und sie angefangen bekannt zu machen. Und er hat sich sehr gefeiert mit der Größe Slaves. Und er hat gesagt, Jiden, ihr sollt nicht meinen, dass die Meise hat einmal passiert in Mitzrayim. Nur das sollt ihr wissen, als er viele heintigen Tag, jeden Jahr und Jahr, wenn es kommt euch der Jonte vom Pesach, sollt ihr wissen, als die Zeit ist gehören, als der Rebischter soll den zum Mut helfen. Und jeder Jid, was er gefindt sich in einer Engschaft und einer Zure. Und er darf haben eine Schuhe. Und er darf haben Rachmen. Wer soll euch schreien die Nacht, wenn wir kommen zu die Wörter von Nitzak, El Hashem Elekei Aviseinu, wer soll dort bei die Wörter euch schreien, von der Tiefkeit von dem Herzen, wird ihm der Rebischter helfen. Und Tomer darf Emetzer haben Kinder. Tomer darf Emetzer haben Parnasse. Tomer hat Emetzer einen Prozess. Thomas sitzt da mit so einer Zwiese, und er hat Möhre. Als sein Gesardin wird er ruhig in Cholile und Chassas, wir sollen verschicken, oder, als Thomas hat immer Emetzer nicht zu bezahlen, die Rates zu dem Poritz, soll er wissen, als wir kein geholfen werden, oder wir sollen nur euch schreien zum Ebersten mit einem emesdicken Geschrei, weil die ganze Sache wendet sich in dem Vanitzak, wie mir schreit euch zu dem Ebersten. Und als ewig sie gewinnt Vanitzak in jener Zeit, bei Jezias Mitzrayim ist durch dem Geschrei von Jiden zum Ebersten seinen durch Jiden geholfen geworden, also ihr seht, jeder Geschrei helft in die Nacht, bis mir kommt zu die Wörter von Nitzak. Der Dorfsmann hat kein Schumann der Sache von der Drosche nicht verstanden, nur die Wörter, also wie hat der Herr die letzte Wörter von dem Heiligen Baal Ohev Yisroel der Abderhof, und die Wörter hat er gesagt in Jiddisch, Trachte bei sich, bei sich, weiß ich schon, mit was ich auch kennen, bei Zollen der Ratte. Ihr darf schon nicht mehr. Sonntag in der Früh ist er weggegangen nach Hause. Also wie er kommt daheim, fragt ihm der Weib seine, was hat der Rebbe gesagt? Sagt er ihr, du sollst wissen, als ich hab schon der Eize. Fragt man nicht was, nur als es kommen die Zeit, wirst du schon sehen an mir und geholfen werden. Als er gekommen der Nacht von Pesach, hat er gesagt, der Gode, Leute, wie er Dorfsmann sagt, als er gekommen zu die Wörter von Nitzak, hat er gesagt, der Frau Herr, du sollst du schreien, und ich schreien, und an mir und schreien, in einem werden mir geholfen werden. Also ihr der Rebbe gesagt befehlisch, also eben mir soll du schreien, wird man haben Geld zu bezahlen der Ratte. Haben sie genommen schreien, und mir schreit, und mir schreit, und mir schreit, bis wann nicht mehr der Herd, als immer zerklappte Fenster. Lechatchille, haben sie davon gar nicht gemacht, nur sie haben gehört, wie jener ruft euch empfehlisch, aber mir soll öffnen die Tür. Islach hat Chile sich auf sie umgefallen, nach Pachet. Sie haben Möhre gehabt, wer weiß, öfter will man sich Cheppe mit Jiden, Ruf fallen auf Jiden, das Schrecken Jiden. Aber danach, als sie haben sich zugehört, das ist ein Kohl von einem bekannten Goy, hat man ihm geöffnet hier. Und er hat getrocknet in der Hand zwei große Tepp. Und er erzählt sie am meisten. Also wie heintigen Tag ist er geworden schicker. Und gekommen in der Heimat, er getroffen, die Frau seine ist gewesen in Kass. Hat er sie genommen, schlagen bis wannet, als sie ist gestorben unter seiner Hand, hat er sehr Möhre gehabt, hat Thomas wird mir so das Arda wissen, wetten dich im Hagenen, ja darüber hat er nicht kein anderer Eize noch zu entläufen auf der Welt. Und wer weiß, was von ihm wird sein? Nur als er wie er hat er bei sich zwei Tepp umgefüllt mit goldenen Händler, und er weiß nicht, was er tun mit sei, und als er wie er hat gehört, dass sie schreien, versteht er doch, als sie schlafen noch nicht, ist ihm eingefallen, als er soll erwägen zu sehen. Und er sagt sie herzlich zu, ihr nehmt so die zwei Tepp mit die goldenen Rändler. Will ich noch kommen nach Heimlebedickerheit, wird ihr mir auch geben ein Top,
und die andere möcht ihr halten. Und Tomer nicht, es wird so ein Bede belangen zu euch. Weil ich kenne doch euch, ihr seid ordentliche Menschen. Und ihr habt Motives getan. Ein paar, wo soll es besser nicht geben, euch jeder an anderen? Haben ist der Dorfsmann mit der Frau, haben zugenommen, oder haben ihm geheißen, dass er weglegen in einem gewissen Ort, er ist sich weggegangen. Als sie gekommen zu gehen, der erste Tag von der Mühe, ist gegangen der Jid, und er hat getrogen in der Hand der Ratte mit größter Zufriedenheit, und er hat es eingebracht zum Poritz. Also wie der Poritz da sieht, dass du die Minute drum eingebracht der Ratte, sagt er ihm Herzog zu, ihr seht doch, du bist ein ordentlicher Mann, gib ich euch die Arende auf ewig. Als keiner soll es von euch nicht kennen, ausdingen. Und wenn ihr wird haben, die Geld, wird ihr mir kennen, hereinbringen. Sie sind in der Eingeforderung gestört und haben zusammen gekauft neue Malbuschen. Und sie haben gekauft Schier für sich und für die Kinder. Und haben eingehandelt euch auf Vermögen, eingehandelt Behemes, mit Ochsen, mit Kieh, mit Pferd. Und es hat angefangen, bei sie wegzugehen mit der größeren Flucht. Sie sind gegangen ein Stück Zeit, sagt ihm die Weib, hör sich zu. Ah, du bist geholfen geworden mit den Reben? Mit den Rebenskirch? Einfach, wo sollst du nicht fahren? In Stotter ein Bedanken dem Reben? Wie der Steiger gewinn dann, hat man mitgenommen Käse, und hat mitgenommen Butter, und hat mitgenommen ein Kälber, was man geschossen speziell, und ich war dem Rebens Mischamisch hat mitgenommen solche Sachen, und der Jid fort abgeben dem Reben am Atone. Der Mischamisch hat ihn schon jetzt nicht erkennt, und hat er mir dort immer reingenommen zum Reben. Ruft sich an, der Jid zum Mischamisch, du kennst mir nicht, sagt er nein. Der zählt er ihm, als er das selbe Dorfsmann, was er gewinn vor Pesach und hat ihm nicht gewollt einlassen. Und als er wie durch den Reben ist er geholfen geworden, will er kommen dem Reben auch geben, mein Jaschakirch, und er will dem Reben bringen eine Matone. Der Mischamisch ist eingegangen zum Reben, und der Rebbe geheißen, er soll er reingehen. Und der Jid erzählt dem Heiligen Abderhof die ganze Meise. Und der Abderhof soll dann zum Mut auch gerufen, und das ist der Kirch von Emunas Zadike. Als ob man glaubt, mit einem emesdicke Emune zu einer Zadik, ist darf man gar viele zu ihm nicht reingehen. Nur ist er recht, an die Wörter, was er redet, und der Rebischter geht auch immer rein, die passige Wörter, was er darf reden, ist nur herrendig, seine Wörter können geholfen werden. Aber darf man haben, die emesdicke Emune Zadikim, bei der an die Yeshua so können kommen. Meine teure Jiden, die meiste redet für sich allein. Aber ich will euch in dem nicht mehr sein, weil die Zeit ist spät und es handelt sich wegen einer brennenden Ingen von schicken jüdische Kinder, kein Eretz Israel, die Möglichkeiten von Kennen, Ratten von Schmad, überstellen sie in jüdische Heimen und befragt jetzt, dass Jiden geben muss Chittim und wir will, dass jüdische Kinder und jüdische Mispuches sollen haben ein freilichen Pesach, ist jetzt der Mitzwe, als ihr sollt der Mannen, in die Arbeit von Merkas Hatzole und ihr sollt gedenken, als mit euer Geld könnt ihr abraten, wenn jüdische Kinder von Schmad und ihr könnt sie wegstellen in lichtige jüdische Heimen und mit euer Geld sie machen bequem, als sie sollen können haben die Nötigkeit und die Zufriedenheit, was wir darf haben in dem materiellischen Leben und bei der ich mir meile euch in dem geistigen Leben. Ihr will euch beten, schickt zu eurer Beisteuerung zu mir. Rabbi Hecht, 1535 Tuhi Avenue, Touhy. Und das könnt ihr tun, durch dem, was ihr euch machen, dem Check, auf Merkas Hatzole, das ist a tax-deductible institution, und ihr könnt haben dem größten Schuss, noch jetzt, als mit euer Geld, soll ein jüdisch Kind in Eretz Israel, können haben Bequemlichkeiten auf Pesach, was und dem wollt es nicht gekannt sein. Und meine Teure, ihr bett euch noch einmal, jetzt ist die Zeit, was ihr könnt da reinhappen für Pesach, die heilige Mitzwe, von Ratten, wenn jüdische Kinder von Schmad, die heilige Mitzwe von geben jüdische Kinder, die Matze und die Nötigkeiten auf Pesach, mit was sie wollen haben, an emmesdicken, freilichen Pesach. Und mit die Wörter, meine Teure, will ich euch wünschen, eine maseldicke Woche, eine gebenchte Woche, und soll der Rebischte helfen, die kommende Woche, wenn wir uns auch weiter treffen, soll das sein mit freilichen Herzen. Aber ihr bett euch, ruft mir ab, Briargate 4-9869, Briargate 4-9869, und ihr werdet kennen, mit einem freilichen Herz, euch führen. Die heilige Mitzwe von Ratten, jüdische Kinder auf dem Schmarrn.